würden Ringe aus dir machen. Sau stark, Mann! Genau so will ich das sehen von dir. Das will ich sehen. Achte auf meine Anweisung, okay? Really need the back.
whip, yeah, whip it up. Sip, 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 by my sippy cup. Drip, 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 then I mix it up. Yeah, hey, yeah, I mix it up. Yeah, yeah, I told you so. Took too many, my overdose. Yeah, 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 I told you so. Why you gotta be so emotional? Yeah, oh, no. Wir sehen jetzt einen UFC-Kampf im Halbschwergewicht. Es ist ja immer wieder vor allem seine Vielseitigkeit, die ihn so erfolgreich macht. Ja, den kannst du einfach nicht ausrechnen. Der hat nicht nur die eine Taktik, die er immer wieder einsetzen will. Der beherrscht so viele verschiedene Strategien, das ist immer wieder unglaublich. Er hat ohne jeden Zweifel einige der gefährlichsten Chokes der gesamten MMA-Welt. Seine Technik ist perfekt, seine Hebel sind einzigartig und es gibt quasi kein Entkommen. Wenn er den Hals seines Gegners heute zu packen bekommt, dann könnte dieser Fight schnell zu Ende sein. Wirklich herausragende Schlagfähigkeit. Also will er den Kampf unbedingt im Stand absolvieren. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der hier heute einiges vom Leder lassen wird. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Kampf entwickeln wird, denn dieser Kämpfer ragt natürlich durch seine exzellenten Blockfähigkeiten heraus. Das kann für Gegner absolut frustrierend und entnervend sein, wenn man alles versucht und einfach nicht durchkommt. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Halbschwergewichtskampf geht. Beim Alter kein großer Unterschied zwischen beiden Kämpfern. Nur 4 Jahre trennen sie. Und blicken wir auch noch auf die Größe, da liegen beide leicht auseinander. Größer ist der Unterschied aber bei der Reichweite. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Light Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 30 wins, 6 losses. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Phuket, Thailand, Johnny Walker! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A kickboxer, holding a professional record of 24 wins, 4 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Austin, Texas, Walker. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Und da sehen wir Herb Dean, den Referee in diesem Kampf. Zuletzt musste er eine Niederlage durch K.O. hinnehmen und das ausgerechnet im Titelkampf, wo er sich doch so viel erhofft hatte. Da muss sein Gegner hier den Kick zum Körper hinnehmen. Ja, da hat er nicht aufgepasst, hat hier seine Deckung vernachlässigt. Oh, der Kopftreffer bei dieser Beibekampf. Ja, gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Kopf ab. Er kommt wieder auf die Beine. Kein leichter Gegner, mit dem er es heute zu tun hat. Schauen wir uns nochmal die Ranglisten an. Das wird ein harter Brocken. Ja, da ist der Kick schon dabei. Das macht er gut da auf dem Boden. Der Punch ging direkt zum Kopf. Klasse. Schöne Positionswechsel hier am Boden. Sehr präzise Technik. Ja, das ist echt sehr schön anzusehen hier. Toller Sweep, jetzt ist er in der Halfguard. Er will hier die Armbar.
schafft er es, sich aus der Armbar zu befreien. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Ganz starker Kick zum Kopf. Linker Haken, aber daneben. Ein schöner Schlag. Ja, der hat gut getroffen. Oh ja, was für ein Knie zum Körper. Die letzte Minute in Runde 1. Was für ein Kick zum Kopf, er ist benommen. Und der Fight ist zu Ende. Das war's. Er hat den Kampf mit einem fantastischen Angriff beendet. Ich bin mir nicht sicher, ob sein Gegner den kommen gesehen hat. Das ist der Sieger dieses heutigen Kampfes. Am Ende triumphiert er hier also mit einem schönen K.O. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 8 seconds of the very first round. Declaring the winner by Knockout Walker. Ja, hier sehen wir ihn, den Mann des Abends, meine Damen und Herren. Sag mal, was war denn das für ein toller Knockout? Ja, Respekt, und mit dem holt er sich auch vollkommen verdient den Sieg. Pressure, pressure. Let's go. Pressure, pressure.